Und jetzt geht's im normalen Let's Play weiter. Herzlich willkommen in der zweiten Sonderfolge, nämlich... Da läuft eine Art Monsterbuch Amok. Ich hoffe, ihr seid gekommen, um uns zu helfen. Ihr bekommt jedes Mal eine Sammelkarte, wenn ihr alle Seiten besiegt. Es gibt insgesamt 5 Karten. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Viel Glück. Ich würde ja helfen, aber... Ich bin spät dran. Ja, sehr spät dran. Ja. Hab keine Zeit. Heißt jetzt weißes Kaninchen oder wie? Ja, und zwar zur zweiten Sonderfolge Monsterbuch. Der Monster läuft Amok. Und jetzt würde ich euch wieder vorschlagen, eure Kopfhörer etwas leiser zu drehen. Das Prinzip ist in dem Sinne das gleiche wie bei dem Monsterbuch im Zug. Die Schülerin sagte, wir bekommen alle 5 Karten, wenn wir das Spiel besiegen. Huch. Pass auf! Rictus Sempra! So. Man muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Also man sollte jetzt nicht selber Seiten anzaubern, das erste Mal, sondern einfach warten, bis Ron oder Hermine eine Seite angezaubert haben. Und die dann endgültig erledigen. Wir waren klasse. So. Ja, ich mach das schon, Harry. So. Und noch zweimal. Super, Hermine, super. Und los. Und weiter. Läuft doch ganz gut, würde ich mal behaupten. Langsam, Kinder. Wenn wir das letzte Monster besiegen, Harry, ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber das Buch ist immer dasselbe. Es wird nur langsam relativ dünn, würde ich mal sagen, nach den vielen Seiten, die es schon versaubeutelt hat. Boah, gerade noch so erwischt. Ja, wenn ihr so viel auf einmal anzaubert. So, perfekt. Es läuft. Aua! Das hat mich erwischt. Okay, mich hat's einmal erwischt und Hermine hat's einmal erwischt. Aber sonst lief's ganz gut. So, hier sehen wir zum Thema Monsterbuch der Monster. Ein bisschen traurig ist es schon. Wir hätten es vielleicht zähmen sollen. Hermine! Hermine! Ja, 10 Schokofrosche, 5 Karten. Gibt es. Brrrt. Brrrt. So, damit verabschiede ich mich.